Salut et fraternité, citoyens, les spectateurs, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Wir haben im letzten Teil bei Fayum gegen einige beduinische Rebellen gekämpft. Wir haben hier in Arish angefangen, eine Armee unter dem Kommando von Louis-Charles Antoine Desaix aufzustellen und schicken die jetzt erstmal gegen Gaza. Das ist eine Bauernmiliz, das ist eine Hilfstruppenmiliz. Das machen wir dann aber, ja, okay, gut, sollen wir es dann selbst machen? Also da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel Gefechtserfahrung für mich zu holen, das ist ja der Standardfall eigentlich. Lass mich mal gerade gucken. Also wir sind halt so überlegen. Ich mach's mal gerade automatisch. 73 Mann verloren. Aha, okay. Siedlung besetzen. Ja, wir müssen nichts reparieren. Gut, eine Straße bauen wir. Ah, okay, das ist diese Hilfstruppenmiliz. Was haben die denn für Fähigkeiten? Hitzeresistent, Garnisonsbonus. Verbergen im leichten Gebüsch, kann sich im Wald verbergen. Schauen wir mal, wer ist besser? Die haben eine bessere Moral, aber einen geringeren Angriffsbonus. Ah ja, komm, wir bleiben bei der normalen Miliz. Da war ich ja eigentlich ganz zufrieden mit. Wir machen immer weniger Geld. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir so viele Armeen haben. Aber wir brauchen sie ja auch. Wir brauchen sie ja auch. So, und Kleber, der wird jetzt hier rüber gehen, denn dann kann der nächste Runde hier drüben die Beduinen, die Mamelucken ein für alle Mal aufreiben. Und dann hat er eine recht ordentliche Armee dabei. Schön. Speichere mal gerade ab. Die Kavallerieeinheiten nehmen wir mal noch mit. Und dann schicken wir die Milizeinheiten mal da hoch, dass wir Fayum auf jeden Fall garnisonieren können. Also bis von hier unten was kommt, das müsste selbst für die Beduinen lange dauern. Nee, die kriegen hier, die kriegen Erholungsrate mitten in der Wüste. Naja, okay, gut. Warum nicht? Sind halt Beduinen. Sabotieren wir die Armee einfach jede Runde. So, genau, du tust noch so, als würdest du hier den Hafen angreifen. Ja, Napoleon kommt ja leider nicht hier hin, ne? Das ist sehr schade. Fahren wir mal mit ihm hier oben ein bisschen spazieren. In der Hoffnung, dass Nelson ihn nicht entdeckt. Wie lange dauert es eigentlich bis hier diese... fünf Runden noch, ne? Das ist ganz schön lange. Okay, wir können jetzt auch Arish besteuern. Wunderbar, dann gibt es nächste Runde noch ein bisschen mehr Geld. Steuereinnahmen plus 3000. Ja, okay, gut. Alles klar, nächste Runde. Aha, da sind wir jetzt auch mal die ersten Armeen des Osmanischen Reiches. Ja, schön, schön, schön. Ich mache mir direkt einen Quicksave. Wir sind nämlich nicht angegriffen worden. Dann laden wir die Armee mal hier im Wald ab. In der Hoffnung, dass sie dort niemand sieht. Und du gehst mal hier runter in dieses kleine Hafendorf. Denn eine Fregatte würde ich mir dann gerne doch aufbewahren. Nur falls Nelson jetzt hier oben gleich die andere Fregatte vernichtet. Denn irgendwie müssen wir ja auch aus Nikosia wieder raus. Oder Nikosia. Und du bist jetzt bereit für die Vernichtung der Mamelucken.
Gischili! Naja, es ist halt die letzte Schlacht, ne? Das letzte Gefecht. Wobei wir halt sehr deutlich überlegen sind. Wir haben momentan hier oben eine recht gute Auffrischungsrate für unsere Truppen. Das ist nur, ach so, das ist eine leichte mamelukische Kavallerie, alles klar. Die Elite-Miliz, sehr geil. Ich überlege gerade noch, ob ich es halt zeigen soll. Ich mach's mal gerade so, ich werde die Stadt mal belagern, oder? Ach. Das wäre jetzt eine relativ lange Schlacht und eigentlich ist sie eher unwichtig, oder? Aber Leute, ach, es ist die Vernichtung der Mamelucken, das machen wir jetzt selbst. Das machen wir jetzt selbst. Gut. Dann können wir die Truppen auch mal entsprechend platzieren. Wie wär's denn? Zack, zack. So. Versuch's jetzt doch nochmal mit diesem Verhalten der leichten Infanterie, jetzt wo ich diesen Bug kenne. Traue ich es mir fast zu, dass. Selbst nochmal zu probieren. Achso, da drüben ist schon Ende Gelände. Alles klar. Ich will meine Artillerie definitiv anders aufstellen als er. Er hat sie ja da hinten so ganz komisch aufgestellt. Unsere Artillerie kommt definitiv hier hin. Damit sie möglichst viel von seiner Infanterie unter Beschuss nehmen kann. Ja, dann stellt ihr euch ein ganz kleines bisschen breiter auf. So, aber ich will hier schon eine geschlossene Linie haben. Die Kavallerie stelle ich hier drüben hin. Mit der möchte ich gerne nochmal die Artillerie angreifen. So, dann haben wir hier zwei Einheiten Linien, mit denen wir unsere Artillerie garnisonieren werden. Kleber stelle ich auch mal hier hinten hin. Und die werden dann auch gleich unsere Artillerie garnisonieren. Erstmal werde ich jetzt mit der Truppe hier vorstoßen. Oh, ich hab sie falsch ausgewählt, ja, okay. Nee. Könnt einfach ganz normal weitermachen. Ich habe nur Mist gebaut. Sind die noch außerhalb der Reichweite? Oh, knapp, ja. Naja, dann würde ich sagen, aufprotzen, ne? Thank you.
Er kommt tatsächlich näher, okay. Da würde ich sagen, abrotzen. Nee, nee, da ist so eine leichte Anhöhe, die könnt ihr eigentlich schon mitnehmen. Okay. Ja, komm, gib nochmal einen schönen Schuss ab. Da ist wieder so Querschläge dabei. Okay, die stehen also wirklich in einer ganz, ganz leichten Vertiefung. Ich möchte die Infanterie hier jetzt anders aufstellen, denn ich denke schon, dass er, ja, er bewegt sich da schon in die Richtung meiner leichten Infanterie. Geht mal ganz schnell hier in Position. Okay, hier drüben kommt es schon zum Feuergefecht, das läuft aber gut. Schauen wir mal, wie unsere Jungs hier die mamelukischen Bürger zusammenschießen. Geht mal auf die Kartätschenladung. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Ja, da war nur ein Querschläger dabei. Geh mal hinter die Artillerie, wenn es dann so ungünstig ist. Hatten wir hier jetzt hohe Verluste? Nee, gar keinen, ne? Das ist wieder sehr scheiße, denn jetzt schießen die nicht richtig. Seht ihr es? Ah, jetzt stellen sie sich langsam richtig hin. Gut, gut. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Es klappt mal wieder gar nicht. Es klappt mal wieder gar nicht. Okay. Wir lernen daraus. Ja, mach mal die Pause aus. Die Bauern hier direkt zu stürmen. Und hier jetzt in Position zu gehen. Den Plänkler-Modus machen wir dann aus. Die Linie hat hier die ehrwürdige Aufgabe, mit den Einheiten aufzuräumen. Läuft eigentlich ganz gut. Wie hat er... Warum ist der Dragoner getroffen worden von irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Okay, das läuft ganz gut. So,
So, wir gehen jetzt hier mal in den Nahkampf über. Hier macht man gerade das Feuer jetzt aus. Genau, ihr könnt euch hier drum kümmern. Ach du Fuck, was ist denn da hinten los mit meiner Linie? Und warum schießt ihr nicht auf seine Mamelucken? Mann, das kann auch an der Erschöpfung gelegen haben, aber die Kavallerie wird jetzt hier das Blatt auf jeden Fall wenden. Ist auch immer gut zu wissen, dass er keine Asaren dabei hat. So, dann machen wir hier direkt nochmal einen Charge. Und das da ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Hier kommt auch wieder seine... Okay, wir machen es anders. Hier kommt halt wieder seine komplette Infanterie zurück. Das kennen wir ja irgendwoher. Klappt das bei euch mit dem Schießen? Und wer schießt auf dich? Hör es auf mit dem Scheiß. Ah ne, warte mal, das sind die anderen Einheiten. Halt, komm wieder hier rüber. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Wo sind die Dragoner? Gut, okay, ihr kommt auch schon zurück, wunderbar. Macht mir direkt hier eine neue Linie. So, wir pausieren mal ganz kurz. Ich will mal sehen, wo kommt denn seine Verstärkung? Ach, da hinten. Mhm. Dann nehmen wir da die Plänkler. Die müssten eigentlich ganz gut geeignet sein, um die aufzuhalten. Schauen wir mal, wie die hier langlaufen. Vielleicht lohnt es sich da. Halt, stopp. Ja, mach KTH-Ladungen. Oder? Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Ja, ich glaube, die sind so schlecht drauf wegen der Erschöpfung. Ja, ihr hört mal auf zu schießen. Ich glaube, das brauchen wir dann nicht mehr. Ah, okay, gut. Wo sind meine Chasseur? Okay, die rennen bescheuert in der Gegend rum. Da gehören sie auch definitiv nicht hin. Ja, da habe ich ein paar verloren. Das ist mir hier bei dem Infanteriegefecht hier irgendwie unterlaufen. Vielleicht sind sie da ins Kreuzfeuer genommen worden. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Linie da locker im Nahkampf mithalten müsste. Dem war dann leider nicht so. Okay, ihr schießt dann jetzt auf die anderen. Da könnt ihr die Kanonen ja mal drehen. Sehr schön, wie die Plänkler hier auch die gegnerischen Einheiten direkt unter Beschuss nehmen und zusammenschießen.
Oh, warte mal kurz, halt. Bevor ihr mit den Kanonen schießt, nehmen wir mal das mal anders. Macht mal hier aufprotzen. Dem ist gerade aufgefallen, dass Kleber da ja noch steht. Der freut sich, glaube ich, nicht so darüber. Wenn er da beschossen würde. Ach, die stehen noch im Nahkampfmodus, ja. Den müssen wir natürlich ausmachen, sonst schießen die nicht. Soweit ich weiß, ist das ein bisschen verbuggt. Ich meine, die Einheiten schießen dann nicht. Wobei, die schießen überhaupt nicht. Ist ja auch saugeil. Okay, sie schießen noch nicht mal, wenn man ihn ausmacht. Okay, man muss also den neuen Angriffsbefehl setzen. Gut zu wissen. Alles klar. Na, dann weiß ich das jetzt auch. Okay. Dann ziehen wir die zwei hier rüber. Mach mal schneller. Also du kannst schon laufen. Stellst mir die bitte hier auf. Ja, dann machen wir direkt mal den Plänkler-Modus an. Mache so. Du machst so. Und du machst jetzt so. Ich mache immer wieder mal noch ein paar Querschläger durch, habe ich den Eindruck. Ich habe doch gesagt, ihr sollt euch so hinstellen. Nee. Nicht wirklich gut, nicht wirklich gut. Ihr könnt noch ein bisschen laufen. Ihr schießt mal hier noch ein bisschen auf seine Artillerie. Ah, fuck. Ja, ich weiß. Ich weiß. Er hat mal wieder abgelähmt. Hat die größere Reichweite gehabt. Ich wollte ja eigentlich mit den Dragonern bereitstehen, um ihm jetzt hier in die Flanke fallen zu können, aber das kann ich mir abschminken, weil die Elite-Bauern halt auch wieder ultra abgehen. Ich muss also hier gucken, dass meine Jungs nicht noch im Nahkampfmodus stehen. Ach, du meine Fresse. Echt jetzt? Moment mal kurz. Wo ist Kleber? Kleber ist hier. Ich kann jetzt schlecht mit dem da durchrennen. Ah. Jetzt weiß ich, Leute, jetzt weiß ich, dann geht auch das Feuer frei, geht natürlich aus. Ja, klar, natürlich. Dann schießen die nicht. Deswegen muss ich da den Befehl nochmal setzen. Alles klar. Okay, ich hab's verstanden. Ihr greift hier an. Nimm die Dragoner mit zur Verstärkung. Vielleicht auch irgendwo so, dass ich da denen was machen kann. Schieß den mal in den Rücken ganz genau.
Unsere Männer fliehen, Sir. Ah, das ist nur eine Einheit. Jetzt tu mal nicht so. Die Dragoner räumen hier schon auf. Siehst du doch. Dann greift ihr die mal im Nahkampf an. Genau, du reibst die hier auf. Und dann war es das eigentlich. Das war's. Ja, ich habe das verrafft mit der Steuerung. Wenn man die... Okay, man muss also wieder natürlich feuerfrei einschalten. Ja, ja. Ist gar nicht so unlogisch. Ich mache jetzt Gefecht beenden. Ich habe jetzt keine Lust mehr, hier noch den Part unnötig in die Länge zu ziehen. Es kommt ja auch noch die der Kampf auf Zypern. Ja, da sehe ich meine Fehler ein. Ja. Ansonsten dafür, dass wir jetzt hier gegen 3000 Mann, also 3:1 Unterlegenheit, da geht das eigentlich auch noch von den Verlusten so halbwegs, finde ich. Gucken wir mal, es gab Erfahrung bei den Linienfüsilieren. Bei der 6 Pfünder Fußartillerie. Da gab es auch für jede Artillerie eine Erfahrung. Für die Chasseur Acheval gab es eine. Ja, da hat er mir 18 Dragoner mit seinen scheiß Bauern weggeschossen. Da könnte ich kotzen bei sowas. Aber es war meine eigene Nachlässigkeit. Friedlich besetzen, bitte. So, dann gucken wir mal gerade. Nation vernichtet. Diese Nation wurde zerstört und ihre Heimatprovinz ist an den Feind gefallen. Eine erstmals große Nation wird nun nicht mehr sein als eine Fußnote in der Geschichte. Region erobert. Und Rekrutierungsbericht, der ist egal. So, dann einmal Quicksafen bitte. Reparieren wir das. Ach, da haben wir eine Dichterschule. Cool. Oh, die ist ja gut ausgebaut, die Region hier. Mit einer schönen fetten Straße. Okay, wir haben die Linienfüßlinge behalten. Schön. Rekrutieren wir noch zwei Milizeinheiten. Also ich würde dafür plädieren, wenn ihr bei der Kampagne hier eine schöne Unterhaltung haben wollt, also wenn ihr einfach diese Kampagne schön locker flockig durchspielen wollt, dann spielt sie auf normal und macht das hier unten alles mit einer Milizarmee. Das geht einfach viel einfacher und kostet halt auch viel weniger Geld. Dann ist es da ein bisschen angenehmer zu spielen. So, und jetzt könnten wir uns mal gerade angucken. Ah nee, Mon General hat noch nicht genug Bewegungspunkte. Alles klar. Alles klar. Tja, sollen wir direkt weiter gegen Judäa und Palästina? Also wir haben ja hier fast volle Einheiten, ne? Wir gucken es uns mal gerade an. Wie viel wirft denn Gaza ab? 200. Das ist totaler Unfug, ne? Ja klar, komm hier von den Steuern befreien. Warum nicht? Ich habe ja vorhin einen Quicksave gemacht, ne? Ich müsste halt mal wissen. Pardon, Monsieur? Was hier jetzt einfacher anzugreifen ist. Ach komm, wir greifen mal hier Jaffa an. Das machen wir automatisch. Das geht einfach viel schneller. Die Osmanen auf dem Vormarsch. Sehen Sie sich diese Mauren an. Mon General. Wie schon die Kreuzfahrer vor uns haben wir diese Stadt mit Leichtigkeit belagert und erobert. Unsere Transportschiffe verfügen nun über einen sicheren Hafen und die Bürger Jaffas sind von der Tyrannei ihres Despoten befreit worden.
Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum Sieg und wir sollten schnell nach Akkon eilen, sobald wir unsere Stellung hier gefestigt haben. Okay. Friedlich besetzen. Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir die Festung bei Zeiten da noch verbessern. Ja, aber ich meine, was sollen wir mit diesem Hafen da? Landgewinnung, cool. Mach mal hier eine Milizeinheit noch ein. Ja, ich hätte Jerusalem angreifen sollen, so ein Mist. Er wird jetzt natürlich Gaza angreifen, denke ich. Naja, dann müssen wir ihn da halt eben nochmal raushämmern. Nächste Runde. Ja, der zieht da jetzt zwei Fullstacks zusammen oder sowas. Oh! Nein, ich habe vergessen zu sabotieren, ja. Agent rekrutiert, ein Edelmann. Schön. Okay, der kann eigentlich ansonsten nix. Aber wir schicken ihn trotzdem mal hier in das Bildungszentrum. Ganz genau, schauen wir nochmal rein. Okay, da haben wir alles erforscht. Warum forschen die Wehrpflicht? Das will ich nicht. Die Wehrpflicht verschlechtert nämlich die öffentliche Ordnung. Ich will die Logistik haben. Ich meine, klar, dann können wir halt hier eine Drillschule bauen. Aber wenn schon, dann irgendwie Feuern und Vorrücken, Rautenformation und Logistik, ne? Aber wir brauchen sowieso erst noch die Volkszählung. Ach gut, die haben wir ja gleich. Okay, ja, wo warst du? Hier. Ja, da müssen wir die Armee irgendwie nochmal sabotieren. Da steht sie ja ganz gut überblickbar. Mhm. Ja, wir haben immerhin noch eine Linieninfanterie drin. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Miliz oder so. Müssen wir mal gucken. Er hat halt auch noch einen General dabei. Das könnte ein bisschen arg werden. Das sehen wir dann im nächsten Part, denke ich. Ach, in Gaza haben wir ein Nachschublager. Das ist natürlich eine feine Sache. Ich denke mal, wir kriegen jetzt auch, wenn wir es schaffen, gleich Nikosia einzunehmen, dann bekommen wir auch nochmal richtig fett Kohle. Und wären dann noch ein bisschen besser dran, könnten noch mehr Einheiten rekrutieren. Das würde uns nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum geben. Kleber hat hier auch bald eigentlich wieder eine ganz frische Armee, mit der wir dann diese Beduinenstadt hier angreifen könnten. Das würde uns hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen Ruhe bringen. Wobei wir wahrscheinlich bestimmt so drei Runden durch die Wüste marschieren müssen. Da sollten wir dann also schon darauf achten, dass unsere Truppen frisch und ausgeruht sind. Ja. Und vielleicht sollten wir die Artillerie dann auch zurücklassen, denn ohne Artillerie, das seht ihr hier, da sind wir einfach deutlich schneller. Und dann brauchen wir vielleicht zwei, drei Runden, bis wir Avlat Ali Matruh eingenommen haben. Aber unser allererstes Ziel heißt auf jeden Fall jetzt in Nikosia. Oh, echt? Geht das nicht? Ja, vielleicht müssen wir nochmal auf das Schiff drauf und dann hier oben landen. Ich hatte jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass wir da hinkommen, aber gut, ja, soweit. Ja, gut, es ist keine Straße und so, ja. Ist natürlich einfacher, wenn man hier an den Hafen ran schippert und dann dort landet. Das Problem ist dann aber einfach, dass man von Nelson vielleicht abgefangen wird. Naja, schauen wir uns noch den technologischen Fortschritt an. Die Gesetze helfen bei der Bekämpfung jeglicher durch Armut verursachter Probleme, indem sie Armut und Mittellosigkeit zum Verbrechen erklären.
um den Armen Hilfe zukommen zu lassen, nicht das schon, um den Armen zu Hilfe zu kommen, um den Armen Hilfe zukommen zu lassen und sie kontrollieren zu können, muss zwischen den wirklichen Bedürftigen und den einfach nur Faulen und Arbeitsscheuen unterschieden werden. Diese Vagabunden vergehen sich an Spenden für bedürftige Mitbürger mit Hilfe angemessener Überzeugungsmaßnahmen wie Prügel oder Gefängnisstrafe, lassen sie sich allerdings vertreiben. Solche Maßnahmen unterstreichen zudem die Vorteile ehrlicher Arbeit und wirken zugleich als Abschreckungsmittel für alle, die ihrer Arbeitspflicht nicht nachzukommen gedenken. Außerdem kann das arbeitsscheue Gesindel, wenn es zur Arbeit gezwungen wird, die Produktion einer Provinz steigern. Historisch betrachtet war die Armenfürsorge in vielen Ländern streng reglementiert. Die Armen wurden in untauglich, tauglich und faul unterteilt. Die örtliche Verwaltung, die mit den örtlichen Bedürfnissen vertraut war, klassifizierte die Armen und unterschied, wer in eine andere Provinz umsiedeln musste. Während die Alten und Schwachen sich ihren Lebensunterhalt einfach nur nicht verdienen konnten, gab es auch einige, die unverdienterweise von der Großzügigkeit ihrer Gemeinde profitierten. Für die Tauglichen, die keine Arbeit finden konnten, gab es außerdem noch das Arbeitshaus. Diese Institutionen waren absichtlich äußerst unwirtlich gehalten, um die nicht als einfache Alternative zu einer anständigen Arbeit erscheinen zu lassen. Das ist ja die unschöne Seite der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, muss man sagen. Aber ja, also es gab natürlich damals Einrichtungen solcher Art. Anfang Mai 1799. Also wir haben noch genug Zeit. Wir brauchen noch nicht mehr so viele Provinzen. Und dann machen wir jetzt hier die Beduinen fertig. Und vielleicht machen wir sie hier irgendwann auch noch fertig. Ich weiß es nicht genau. Fest steht jedenfalls, wir wollen uns nicht mehr permanent von diesen Beduinen nerven lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und wir gucken nur gerade hier Mission Akkon erobern. 2000 Franken gibt es dafür. Und das ist der Rekrutierungsbericht, den ich mir jetzt schenke. Ja, genau, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Der Part war ja diesmal recht lange. Wir sehen uns im nächsten Teil mit der Eroberung von Nikosia. Hoffentlich. Bis dahin. Macht's gut. Ich verabschiede mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.